und dem ganzen Stress, den du dir machst. Was, wenn du sie kurz schließt und zurücksiehst? Denn du hast es bis hierher geschafft. Falsch abgebogen, abgebremst, dran geblieben, durchgekämpft. Was, wenn du dir zum Chillen etwas Zeit nimmst und nicht immer weiter rennst? Dein Kopf fährt runter, deine Hände gehen hoch. Dein Kopf fährt runter, deine Hände gehen hoch. Schlafen und du bist wach. Du hast wie Asse, doch die Welt spielt Schach. Das Gefühl, mal wieder still zu stehen, während alle anderen tanzen gehen. Im Regen stehen und Tropfen zählen, die komplizierte Variante wählen. Was, wenn du die Lösung weißt und sie rausschreist, obwohl die letzten Puzzleteile fehlen? Dein Kopf fährt runter, deine Hände gehen hoch. Dein Kopf fährt runter, deine Hände gehen hoch. Wie ein Traum, der Nebel ist weg und es sich klar auf. Du warst nie weiter als jetzt, nie weiter als immer nach vorn und vollen auf. Schauen wir zurück und dann fällt dir auf. Du warst nie weiter als jetzt, nie weiter als du warst, ich war, wir waren nie weiter als jetzt, nie weiter als jetzt. Du warst, ich war. Nie weiter als jetzt, nie weiter als jetzt. Das wird ein gutes Jahr gewesen sein. Du darfst dich auf die nächsten freuen. Der Nebel ist weg und die Sicht klart auf. Du warst nie weiter als jetzt, nie weiter als immer nach vorn und im Vollen auf. Schau mir zurück und dann fällt dir auf. Du warst nie weiter als jetzt, nie weiter als du warst, ich war, wir waren nie weiter als jetzt, nie weiter als jetzt. Du warst, ich war, wir waren nie weiter als jetzt, nie weiter als jetzt. Für einen Augenblick ist es wie ein Traum. Der Nebel ist weg und es sich klar auf. Du warst nie weiter als jetzt, nie weiter als immer nach vorn und im vollen Lauf. Schau mir zurück und dann fällt dir auf. Du warst nie weiter als jetzt, nie weiter als jetzt. Für mich war es extrem cool, jetzt einmal mein erstes Studiokonzert zu spielen, weil ich bin es gewohnt, Konzerte vor Publikum zu spielen. Und ich bin es aber auch gewohnt, als Sängerin im Studio, unter anderem bei Gosch, schon oft zu arbeiten. Und es war jetzt eine ganz neue Erfahrung und hat so ein bisschen das Amerikanische, so wie diese MTV Unplugged-Geschichten oder BBC Studio Sessions. Und es war wirklich ein großes Vergnügen, das einmal zu verbinden. Und ich muss sagen, ich habe heute bei der Session tatsächlich gar nicht so ans Recording gedacht, sondern es war wirklich wie ein Konzert. Also ich habe einfach die Leute wahrgenommen und ihre Reaktionen, die ja wirklich spürbar sind, gerade wenn sie so nah sitzen. Und ich glaube, dass das der Aufnahme durchaus gut tut, dass man gar nicht so dran denkt, dass man gerade aufnimmt, weil es dann eben wirklich total real ist und authentisch und hoffentlich gut genug, um als Aufnahme auch weiter bestehen zu können. Euer Aufnahmeraum bei Gosch ist ja wirklich einfach ein schöner, großer Raum. Und das ist einfach ein Genuss, in einem Raum zu stehen, der irgendwie auch die ästhetischen Ansprüche befriedigt und ich denke, wow, es ist irgendwie schön. Und dann natürlich ein wohlwollendes Publikum zu haben, ist einfach ein großer Genuss gewesen.